Als mir unsere Prorektorin für Studium und Lehre mitteilte, dass ich den Karl-Grotemeyer-Preis 2019 erhalte, war ich erstmal sprachlos, vor Freude. Und ich habe mich so gefreut, dass ich die Prorektorin Frau Riemer dann auch erstmal umarmen musste. Und ja, da die Nominierung ja letztendlich durch die Studierenden initiiert wird, ist es für mich eine sehr schöne und positive Rückantwort zu sehen, dass die Lehre in der Biotechnologie, die von mir geleistet wird, doch in die richtige Richtung geht. Außerdem schmeichelt es mir sehr zu wissen, dass sich meine Studierenden aus der Biotechnologie die Zeit dafür genommen haben, überhaupt mich dafür zu nominieren. Das fand ich ganz besonders. Meine Lehre selbst zeichnet sich dadurch aus, dass ich in der Biotechnologie für die Studierenden teils sehr neue und komplexe Sachverhalte versuche zu erklären. Und für mich ist das Besondere, das erstmal komplett herunterzubrechen, also die Komplexität runterzubrechen. Dann, wenn sie das Problem erfasst und verstanden haben, kann man das ja dann immer weiter ausbauen. Und so gehört es auch dazu, dass ich für die Studierenden bereits bekannte Phänomene aus dem Alltag mit dem neuen Wissen verknüpfe, damit sie sich besser daran erinnern können. Oder auch sehr viele Sachen aus dem Labor mitbringe, um mit diesem Laborinventar Probleme zu verdeutlichen oder entsprechend erklären zu können.